Hallo zusammen zu früher Stunde. Ja, es ist jetzt irgendwo was. Genau 1.45 Uhr. Gleich geht es für uns auf nach Frankfurt zum Corona-Test zum Flughafen zu Centogene. Sie haben im letzten Video gesagt. Ja, die Gefühlslage ist eigentlich beschissen, muss ich sagen. Ich habe, sowieso der Test, man liest ja auch viel, dass es sehr, sehr unangenehm ist und so weiter. Da bin ich dann sowieso so ein bisschen nervös, aber noch schlimmer ist eben die Angst davor, dass wirklich nachher irgendeiner von uns beiden doch positiv ist. Oder der Test das einfach so anzeigt, wäre ja auch nicht der erste Test, der das macht. Und dann eben es nicht Sonntag auf das Schiff geht, worauf ich mich eigentlich total freue und auch eigentlich wieder nicht, beziehungsweise noch nicht. Oder ob es dann ja, quasi nochmal 2 Wochen und dann wirklich quasi in den Hausknast geht. Ich meine, die letzten 3 Wochen habe ich das ja mehr oder minder so ein bisschen freiwillig, freiwillig, unfreiwillig gemacht, dass ich außer Einkaufen eigentlich nichts gemacht habe. Im Prinzip kann ich so keine große Gefahr haben, dass was ist, aber man weiß halt nicht, weil mein Mann jeden Tag unterwegs war und auch Kontakte hatte und sowas von der Arbeit. Ja, die Angst und Unsicherheit bleibt halt und ich muss sagen, ich habe das gerade mal so ein bisschen verglichen, dass am 14. Mai 2016 bin ich ja das allererste Mal geflogen, nachdem ich so ganz lange an meiner Flugangst gearbeitet hatte. Und an diesem Morgen, dieses ersten Fluges, war ich nicht so nervös, nicht so angespannt, vor allem nicht so negativ angespannt, wie ich das heute Morgen bin. Ich habe nicht gut geschlafen, nichts und irgendwie die letzten Tage waren eh schon so. Naja, aber es nützt ja alles nichts. Ohne diesen beschissenen Test kommen wir sowieso nicht aufs Schiff. Wenn er positiv ist, halt auch nicht. Ja, und jetzt bleibt nur noch hoffen, bangen, beten. Ich weiß gar nicht, wie ich den Tag heute überstehe, muss ich gestehen. Ne? Jetzt die lange Fahrt nach Frankfurt, dann dort testen, dann, das Testergebnis soll halt binnen 12 Stunden da sein. Ja, ob das dann so klappt, hoffen wir mal. Und ja, so lange ist dann halt das Gezitter groß und ich mache mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn wir wirklich so noch nicht so aufs Schiff können. Aber ja, egal. Jetzt machen wir dann erstmal los. Ich nehme euch dann mal mit und mal gucken, was und wie man da überhaupt filmen kann. Ich weiß das gar nicht. Aber dann gucken wir mal, wie das so da bei Schiff ist. Meinen allerersten Corona-Test hinter mich gebracht. Ich muss sagen, als ich da reinkam und dann alle standen in ihren richtigen Schutzanzügen und so weiter, ich habe Panik gekriegt. Also ich hatte wirklich auf einmal Angst, so auch dieses mit dem, was man immer so hört, Würgereiz und hast du nicht gesehen. Und ich war ganz ängstlich und da war so ein netter Herr, so ein ganz, ganz toller Mensch, der mir so viel die Angst genommen hat, der mich beruhigt hat, der gewartet hat. Also nicht irgendwie hier schnell, 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 sondern der war ganz, ganz toll. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, die Abstriche gemacht. Wie war's? Also es gibt sicher ganz, ganz viel Angenehmeres. Es ist Gott sei Dank wirklich nur im Rachen gewesen, aber es ist schon nicht schön und ich würde freiwillig nie sagen, ach, ich komme aus dem Urlaub zurück, ich darf mich jetzt kostenfrei testen, ich mache mal zur Probe. Ne? Würde ich nie freiwillig machen. Also das mache ich wirklich nur nochmal, wenn es jetzt für eine Kreuzfahrt nochmal wieder nötig sein sollte demnächst irgendwie. Aber freiwillig würde ich das nicht machen. So, jetzt gehen wir gleich erstmal was frühstücken, weil ich habe auch noch nichts gegessen und dann hoffen wir einfach, dass dann das Ergebnis dementsprechend ist und dass sich der ganze Aufwand dann stimmt. Ja, also wie ich ja erzählt habe, Tests und so weiter haben wir abgeschlossen. Natürlich dauert das jetzt bis zu 12 Stunden. Wir warten auf jeden Fall, bis das Testergebnis dann hier per Mail eintrifft, damit, falls dann wirklich irgendwas war, dass man sagt, konnte nicht ausgewertet werden, ihr müsst das nochmal machen oder so, was wir natürlich nicht hoffen, dass wir dann noch hier wären. Und deshalb nutzen wir jetzt die Zeit noch ein bisschen, gucken uns mal Frankfurt an. Wir kennen Frankfurt eigentlich nur vom Stadion her, sprich, wenn wir hier waren, wenn Bayern hier gespielt hat. Sonst kenne ich von Frankfurt jetzt nicht viel und natürlich den Flughafen, wovon wir dann ja auch nach New York geflogen sind. Und deshalb gucken wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Das Wetter ist schön, treiben wir uns ein bisschen die Zeit und dass so ein bisschen auch diese Anspannung ein bisschen übertönt wird durch ein bisschen Ablenkung.
Ja, gestern Abend habe ich es irgendwie nicht mehr geschafft. Da war man einfach so durch von diesem Warten und von dem Bangen und dann der ganze Tag früh auf und so weiter. Ja, aber gestern Abend, als wir dann hier angekommen sind, haben wir dann natürlich direkt nochmal wieder Mails gecheckt, weil das Ergebnis ja binnen 12 Stunden kommen sollte. Und dann war das Ergebnis auch tatsächlich da. Ja, und man sieht es vielleicht an dem Lächeln, beide negativ, also nichts Corona, und damit geht es dann morgen auf die Mein Schiff 6 und damit ist dann auch klar, ich kann euch demnächst schöne Urlaubsvideos präsentieren, kann mal zeigen, wie es Kreuzfahrten in Corona-Zeiten, was ich bisher gesehen habe in diversen Gruppen oder auch bei YouTube an Vlogs und so weiter von ganz berühmten Bloggern, aber auch von ganz normalen Urlaubern und so weiter. Das sieht super aus und wir freuen uns mega drauf. Ja, jetzt haben wir noch eine ganze Menge zu tun, weil ich irgendwie gestehen muss, dass ich vieles einfach habe so ein bisschen schleifen lassen, weil immer diese Angst im Hinterkopf war, geht das überhaupt? Und dann muss ich nachher die Koffer wieder auspacken und, und. Ja, dementsprechend ist heute noch ein bisschen was zu besorgen, noch ein bisschen was zu erledigen, aber das macht nichts. Der Stress ist jetzt ja positiv und ja, dann lege ich jetzt mal los. Dieses Video schließe ich also damit, euch zu sagen, die folgenden sind dann wirklich schön aus der Urlaubsregion, aus Griechenland, aus dem sonnigen Griechenland. Und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.